So Leute, ich würde sagen, wir reacten mal auf ein Video, welches. Oh Mann, ich hab's persönlich, muss ich zugeben, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Aber es hat bei weitem viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Denn es handelt sich um das zweite Geisterjagd-Video von dem guten Xander Stories. Ich weiß nicht, ob du gerade zuschaust, Alex, oder es vielleicht nachher in der Reaction auf YouTube siehst oder so, aber ich muss wirklich sagen, so wie du deine Geisterjagd-Videos machst, es ist der absolute Hammer. Ich liebe es. Xander hat so eine absolut ruhige Art irgendwie und versucht so auch an diese Untersuchungen ranzugehen und an die, und die, man merkt am Stil seiner Videos, das kommt total gut rüber. Und ich weiß nicht, muss ich ihn eigentlich mal fragen, ob er irgendwie in dem Bereich Erfahrung hat oder so, im videotechnischen Bereich. Aber ich habe absoluten Respekt vor ihm, wie er das gemacht hat. Und es ist wirklich sehr gut gemacht. Falls ihr es noch nicht kennt, es lohnt sich wirklich. Und er selber, er hat mir noch gesagt, ja, ich bin mir unsicher. Da ist jetzt nicht so viel passiert wie irgendwie beim ersten Mal und und. Ich muss sagen, das Video hat mich sogar fast noch mehr überzeugt als das erste. Ihr werdet gleich sehen, warum. Denn die befinden sich bei einem Ort und die Dinge, die sich da so zusammenreihen und die am Ende des Tages, die dort passieren und das Fazit, was er daraus zieht. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Es ist einfach unglaublich spannend und freue mich sehr, jetzt mit euch darauf reagieren zu können. So, Geisterjagd, alter Villa von 1846 bei Nacht. Schauen wir mal rein. Geil, geil. Ey Leute, ich habe was vergessen. Wir müssen uns was zu snacken holen. Das geht nicht ohne zu snacken. Holt euch was zu naschen. Ihr wisst, wie es läuft, ne? Keine einzige Szene gestellt. Das Haus ist dieses Mal anders als das letzte Mal. Viele private Erinnerungen. Das Video ist ein wenig trauriger als beim letzten Mal. Hammer Szenen. Hammer. Wie ein Film, ich sag's euch, richtig geil. Ist das nicht Hammer? So Leute, ihr habt euch das gewünscht. Ihr wolltet eine zweite Folge von dem neuen Format Geisterjagd. Ich werde mir das Ganze jetzt erstmal ansehen, mir ein Bild der Lage machen, um dann mit dem Team vom letzten Video zu einem späteren Zeitpunkt in der Dunkelheit wieder zurückzukehren, damit wir unsere Geisterjagd starten können. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal ein wenig mit der Geschichte des Hauses, so wie beim letzten Mal auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ich freue mich auf das Video. Mitten in der Stadt und trotzdem völlig versteckt liegt das Haus unserer heutigen Untersuchung. Eine große Villa, fast 200 Jahre alt, mit einer langen und auch traurigen Geschichte. Zuletzt wohnte hier nämlich eine alte Dame bis zu ihrem Tod vor einigen Jahren. Seitdem steht das Gebäude leer und noch vollkommen eingerichtet, sich selbst überlassen und verrottet nach und nach. 1846 erbaut. Das finde ich auch geil, ne? Die uralten Bilder, die er extra rausgesucht hat. Richtig geil. Und da sieht man ja auch dem Haus das Alter an, ne? Sieht richtig aus wie noch so eine alte Burg oder so hier, dieser Turm. Richtig krank. Diente das Haus ursprünglich als Gasthof einer großen Brauereidynastie und war unterirdisch durch Tunnelsysteme mit anderen Brauereien in der Stadt verbunden. Am Ende einer langen Allee steht nun also das beeindruckende Haus, in welchem wir uns nun erneut auf die Suche nach übernatürlichen Phänomenen machen. Geil! Die Erkundung. Also nachdem wir jetzt hier einen Eingang gefunden haben, ja, eröffnet sich uns hier ein Bild, was wir gar nicht so unbedingt erwartet haben. Wir sind hier jetzt im Eingangsbereich mit einem großen Treppenhaus. Wir wissen noch nicht so richtig,
wie genau das Gebäude aufgebaut ist. Deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal so ein wenig durch die Räume. Das Erste, was mir direkt auffällt, ne, hier überall dieses Rote. Das ist so richtig schön 70er-Style, schön bunt, 70er, 80er. Die Türen alleine, das erinnert mich an die Türen in dem Haus von meinem Papa. Der hat nämlich nur auch noch so ein altes Haus. Und das war dann irgendwie damals echt so, ne? Dann hast du irgendwie die Türen da angemalt und keine Ahnung. Und ja, verrückt so, ne? Wie die Zeiten sich ändern. Heute würdest du sowas nie, gar nicht mehr machen. Ja, und lassen uns einfach überraschen, was das Haus so für uns bereithält. Also, man sieht, es ist tatsächlich so gut wie alles noch erhalten. Die gesamte persönliche Einrichtung ist hier noch irgendwie aufzufinden. Krass. So, was haben wir hier? Hier ist ein Sofa, hier hängt so eine alte Lampe von der Decke. Die Decke ist auch ziemlich hoch. Alter Holztisch. Finde ich krass, wie viel noch drin rumsteht. Das war ja bei seinem ersten Video nicht so. Bei seinem ersten Video war ja in so einer alten Burg, da war ja kaum was drin. Ich bin so ein bisschen vorsichtig mit dem Reden, weil das Gebäude tatsächlich mitten im Wohngebiet steht. Und wir wollen hier natürlich nicht unangenehm auffallen und die Nachbarn verärgern. Was haben wir hier? Medizinischen Bedarf, hier sind Mullbinden und so. Und auch hier wieder unser alter Bekannter vom letzten Lost Place. In der letzten Folge Geisterjagd haben wir genauso einen Schmetterling an der Wand gesehen. Vielleicht begleitet er uns, ja. Hat er jetzt Schmetterling gesagt? Also ich kenne das Ding nur unter einer Motte. Xanders Videos finde ich, gerade die Geisterjagd-Videos, die finde ich echt so hammermäßig. Es ist halt echt schade, dass er so, die so selten macht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das letzte her ist. Das muss aber auch schon bestimmt ein, zwei Monate her sein. Aber sie sind einfach so gut. Sie sind so gut und ich hoffe auf jeden Fall, dass er in Zukunft auch noch mehr von denen raushauen wird. Und hat tatsächlich seine Freunde mitgebracht, wenn man sich hier mal so die Wände anschaut. Der Schrank sieht auch cool aus. Nachtfalter, ja, genau. Leer. Nachtfalter ist die richtige Bezeichnung. Okay, der Raum hier hat nur zwei Stühle. Wenn wir hier jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, was davon ich euch zeigen kann. Ich werde das im Nachhinein erst sehen, falls hier jetzt irgendwelche persönlichen Dinge sind, die ich ausblende. Aber ansonsten sieht man hier tatsächlich die Währung in D-Mark. Ich hoffe, dass die Kamera überhaupt scharf gestellt hat. Das sind tatsächlich hier Quittungen. Ich auch von einer anderen Person eigentlich. Ja, aber auf jeden Fall persönliche. Aber es ist hier ja, ne? Wahrscheinlich ja. Ja. Aktenzeichen der Polizei, was hier alles anderes. Ja. Das sind wahrscheinlich private Dinge. Das muss ich tatsächlich ausblenden. Ja. Auch deinen Namen, die Namen und alles. Ja. Naja, auf jeden Fall liegen hier diese persönlichen 2003. Dokumente noch. Ist alles noch zu finden. 2003 ist tatsächlich hier ein gerichtlicher Beschluss. Und das Dokument, das Schreiben dazu liegt hier jetzt auf dem Sofa. Würde vom Vandalismus her und so aber auch ganz gut passen, dass seit 2003, also seit etwa 18 Jahren, dieses Gebäude leer steht. Dass ab dort wirklich keiner mehr da gewohnt hat, sich drum gekümmert hat oder wie auch immer. Den Flur wieder zurück in Richtung Haupteingang mit dem tatsächlich echt coolen roten Treppenaufgang. Ich würde sagen, wir gehen erstmal links rum. Hier steht noch eine alte Lampe. Hier in diesem Raum waren wir eben nur ganz kurz und haben unser Equipment abgelegt. Ansonsten haben wir noch gar nicht geguckt. Okay, krass. Das sieht natürlich auch echt cool aus hier mit den Sesseln, die hier ganz verlassen stehen. Da sind noch so ein paar unechte Kunstblumen. Schon echt hammer aus. Hier mit den grünen Vorhängen. Oh. Da hätte ich Schiss bekommen, weil wir auch vorhin bei dem Thema waren. Das sieht mir ganz nach Einsturzgefahr aus. Denke mal, hier werden die Decken oben mitgehalten, mit diesen Säulen hier. Aber trotzdem, wenn ich jetzt da, also da oben würde ich mich, glaube ich, nicht trauen, lang zu laufen.
Oh, hier sieht das aus, als wenn die Decke schon etwas gestützt werden muss. Mhm. Aber wie die Decke auch aussieht. Mit der ganzen Holzverkleidung, die ganzen Details, das sieht total mächtig aus. Wenn man jetzt hier in den Raum reinkommt, fühlt man sich schon ein bisschen irgendwie in der Zeit zurückversetzt. Krass, auch noch mit dem alten Fernseher, das soll nicht zerstört. Das ist von Museum. Hier steht ein alter Flügel. Boah. Oha. Ja, ich finde sowas auch super geil, wenn noch so viel rumsteht. Safe. Das ist mega geil auf jeden Fall. Ich weiß, dass ihr das wollt. Na, ist tatsächlich schon nicht mehr bespielbar. Oh, tatsächlich doch. Ich wusste so viel zu, wir wollen uns nicht bemerkbar machen. Moin Moin, Davis Wolfi. Ich würde sagen, wir gucken mal hier. Das scheint nur unter der Treppe ein kleiner Abstellraum zu sein. Krass, ne? Achtet mal drauf, wie sich diese rote Farbe durchs komplette Video zieht, ne? Egal wo er ist, auch so Einrichtungselemente oder so. Immer wieder taucht dieses Rot auf, also die Person muss ja die Farbe Rot geliebt haben. Zu sein, vielleicht als Garderobe. Ja, gerade mit den Haken da. Gehen wir hier mal weiter durch. Okay, hier sieht es natürlich schon ein wenig mehr heruntergekommen aus. Wir gehen erstmal nach rechts. Sieht nach Badezimmer aus. Auch hier noch mit alten Haarbürsten. Spiegel, das Waschbecken. Ist alles noch da. Ist ein uralter Koffer. Der sieht wirklich aus wie im Film. Aber es ist doch relativ wenig Vandalismus, ne? Wenig so zerschlagen, sag ich mal. Das ist auch richtig massiv. Da hinten ist das WC. Das sieht ja ganz sonderbar aus. Wieder mit der Ey, bin ich der einzige Mensch, der es absolut widerlich findet auf dem Klo, diese so Stoffdinger? Ich weiß nicht. Ich mag es irgendwie nicht. Roten Verkleidung und dann auch noch mit diesem Pelzvorsatz auf dem Toilettensitz. Boah, wie weit das noch in alle Richtungen geht. Wie viele Räume und wie groß die Räume hier sind. Alter. Das hier sieht so. Guckt euch das an. Guckt mal, alles in Rot. Das ist echt krass. Spricht auch dafür, dass die Person wahrscheinlich, ja, ein bisschen mehr Geld gehabt haben muss, ne? Auch, ich meine, gut, es ist auch eine Villa, es ist ein größerer Ort, aber dass so alles gezielt und ausgewählt im Rot ist, ist schon krass. Danach Speisekammer aus. Moin Moin Monique. Welches Datum? Also Leute, 1977 ist hier wieder ein Dokument, was wir gerade gefunden haben. Wo geht's hier hin? Okay, hier ist auch nochmal ganz viel Gerümpel. Da ist noch ein alter Chromleuchter am Boden. Das denn? Oder die Farbe war im Angebot, das kann auch sein. Die Farbe Rot war einfach Discount, haben sie es einfach für alles genommen. Ist hier so ein Gitter vor und dahinter ist auch nochmal so ein kleines Regal. Hier sieht's aus. Jo, bis später, Stefan. Aufenthaltsraum, Esszimmer. Oh, hier. Hammer. Da oben so ein altes Bild, sieht das? Nee, ist fest. Hier ist noch eine Tür. Aber gerade sowas, ne? Das wundert mich schon. Wenn der Ort seit 2003 verlassen ist, dass sowas noch keine Vandalen kaputt gemacht haben, ne? Aber schön, das dass sowas noch steht. Hier ist noch eine Tür. Ob das ein Hinterausgang ist? Die ist zu. Lässt sich nicht öffnen. Hier ist noch eine alte Leinwand. Wahrscheinlich für kleine Film- oder Diashow-Vorführungen.
Film oder eine Leinwand, das sieht für mich eher aus wie eine Jalousie, oder? Showvorführung. Wir sind in der Küche, hat es gerade geknackt. Ja? Ja, aber hier in der Ecke hier irgendwie, relativ leise, da hast du nicht mal durch. Und ich denke, ja, das wird immer so sekündlich, ein bisschen länger sekündlich ticken, weil die Uhr geht immer noch, aber halt immer nicht mit Sekundentakt. Alter, ist das riesig. Aber hier hat es hier bis geknackt und das konnten wir nicht zuordnen. Aber okay, Leute, das hat gerade schon wieder geknackt. Ja, das hast du das gehört? Nee, das kam von gehört. Hat man es gehört auf dem Video? Nicht mit Sekundentakt. Alter, ist das riesig. Aber hier hat es hier bis geknackt. Doch, man hört sogar, man hört's. Wie so ein kleiner Stein, der irgendwie umkippt oder irgendwo hingeschmissen wird. Das hat gerade schon wieder geknackt. Ja, das. Hast du das gehört? Nee, das kam von da hinten. Ja, irgendwo. Das ist die Uhr, die man mit den Geräuschen das Geräusch noch macht. Ja, das meine ich nicht. Warte, hör mal, sag mal kurz ruhig. Nicht die? Das war ein anderes Geräusch. Ich meine, ich habe es gehört. Aber Leute, ihr habt es gerade schon vielleicht gehört. Die Uhr tickt noch. Zwar nur jede gefühlte dritte Sekunde, aber sie tickt. Boah. Das ist krass. Ey, das ist krass, dass die Uhr noch tickt sogar. Crazy. Was für ein Raum hier? So, ein Wäscheraum, hier ist eine Waschmaschine. Aber auch nochmal eine Badewanne. Und hier noch hin. Wirklich, was man hier noch alles findet. Wie gesagt, ich habe eben schon angesprochen, es wirkt eher wie ein Museum hier. Rasenmäher. Ich find's krass, ne? Da tauscht einer alle 2 Jahre die Batterie von der Uhr aus. Ich glaube auch. Rollator. Sieht das creepy aus. Und wie wenig von dem Gitter nur noch übrig ist, wie das schon durchgerostet ist. Ja. Alter. Was ist das denn hier noch? Eine richtig große Garage oder schuppenartig? Kommt man gar nicht mehr richtig rein. Also wieder zurück im Haupteingang. Gehen wir jetzt hier mal die Treppe entlang in dieses scheinbar... Ach, hier geht's zum Turm. Zwischenstock. Ist das hier der Turm, wo er gerade drin steht? Anhand der Mauern sieht's so ein bisschen so aus, ne? Berg. Das Gebäude hat von außen einen Turm. Das wird der Turmaufgang sein hier. Jo. Nach da oben durch. Boah. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wozu hatten die diesen Turm? 1846. Von da ist diese Villa/Brauerei. Aber was hat dieser Turm genützt? Ich meine, bei einer Burg ist es vollkommen klar, dass da Türme wirklich auch praktisch sind, ne? Da verstehe ich nicht ganz den Zweck von so einem Turm. Es sah erst so aus, als würde hier ja meiner stehen, ne? Mein Herz. Es sah gerade echt kurz so aus, als würde hier so einer stehen, der so um die Ecke guckt. Alter, ist das creepy. So ein Zwischenraum hier unterm Dach. Okay, da hinten ist das Licht der Nachbarn. Da hinten durch. Hier müssen wir echt aufpassen. Ich mache erstmal aus. Also, wir gehen jetzt hier wieder runter. Dort, wo wir uns eben aufgehalten haben, konnte man auf jeden Fall mit dem Licht nicht filmen, weil sonst hätte man uns definitiv bemerkt. Wir gehen jetzt hier einfach mal das Treppenhaus weiter nach oben und schauen mal, was uns hier noch so erwartet. Auch hier müssen wir wieder ein bisschen mit dem Licht aufpassen. Was ist das hier für ein Raum?
Oh, Farbwechsel zu grün. Sieht auch cool aus hier mit dem Grün. Deine Nikomode. Okay, auch hier wieder. Draußen, das werdet ihr nicht richtig sehen. Tatsächlich ist genau das, was er jetzt gerade zeigt, auch ein bisschen ein Problem bei diesem Ort, ne? Nämlich, dass der so publik ist, sage ich mal. Wir hatten nämlich auch sogar überlegt, auf unserer Tour dort vorbeizuschauen, aber das wird höchstwahrscheinlich nichts, weil auch mittlerweile der Ort nochmal neu abgesperrt wurde und so. Also genießt das Video, es ist einzigartig. Die Kirche. Aber hier würde man unser Licht auch komplett sehen. Ist hier jemand anwesend? Ab dieser direkten Frage änderte sich die Atmosphäre im Haus schlagartig. Ist hier jemand anwesend? Und ab da hat sich die Atmosphäre schlagartig geändert. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht die Post ab. Wir wurden das Gefühl nicht los, dass wir nicht mehr alleine waren. Also Leute, wir haben uns jetzt das ganze Haus angeguckt. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir nicht überall filmen können, beziehungsweise nicht überall mit den Lichtern umhergehen können, weil man uns sonst definitiv durch die Fenster sehen würde. Wir haben uns jetzt hier wieder im Hauptbereich eingefunden, unten neben dem Eingangsraum. Und sind hier jetzt ja, in einem mittelgroßen Saal und wir wollen hier jetzt erstmal versuchen, tatsächlich schon mal Kontakt aufzubauen und hier weniger erkunden und jetzt schon mal direkt versuchen, ja, mit jemandem in Kontakt zu treten, falls jemand hier sein sollte. Also wir haben jetzt hier das K2-Meter aufgestellt und ich werde mich jetzt einfach mal tatsächlich hier in die Ecke stellen und versuchen, jemanden anzusprechen, der jetzt hier mit uns gerade in diesem Raum ist oder zumindest in diesem Haus. Wenn jemand hier ist, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich bemerkbar zu machen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du ja, uns vielleicht ein Geräusch geben könntest, dass wir wissen, dass du hier bist und mit uns sprechen möchtest. Ansonsten hast du dort in der Ecke dieses Gerät. Da leuchtet so eine kleine grüne Lampe. Wenn es dir möglich ist, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dieses Gerät ausschlagen lassen könntest. Vielleicht kannst du es ja einfach berühren, sodass die anderen Leuchten darauf anfangen zu blinken. Wenn das möglich ist und du das kannst, dann mach das gerne. Oder du gibst uns eben ein Geräusch hier oder in einem der anderen Räume, sodass wir dich hören. Ja, und dann auch wissen, dass du hier bist. Wir sind jetzt einfach mal ruhig und warten auf ein Geräusch. Okay, das musste sein, sorry. Ich bin auch schon assi, ne? Macht gar keinen Spaß mehr, mit mir was zu gucken, ey. Finde ich schon krass. Das hört sich an, wirklich an, als würde Besteck oder so klimpern. Als würde man gerade Besteck zusammenpacken, Messer und Gabel oder so und irgendwo hinlegen oder so. Ein dumpfes. Das ist was anderes, oder? Das kommt doch von oben. Ich denke auch mal, das sind meine Füße. Das ist so ein Rumpeln, oder? Das höre ich dann auch. Ja. Von oben. Das klang jedenfalls so.
Da. Das war zum Beispiel mein Fuß. Das war dein Fuß? Das war mein Fuß, definitiv. Also das Klimpern hat man eindeutig gehört. Das war auch, finde ich, ist irgendwie unerklärbar, weil was soll es gewesen sein so? Also mal wieder tatsächlich das Problem, dass wir nicht so ganz unterscheiden können, welche Geräusche durch das Haus kommen, welche Geräusche von uns verursacht werden und welcher kleine Prozentsatz eventuell doch noch von woanders kommt. Das ist immer nicht ganz so leicht zu unterscheiden. Jetzt kommt die erste Untersuchung. Also, ich versuche das jetzt noch einmal, indem ich hier so ein bisschen umhergehe. Wenn jemand hier ist, dann würde es uns sehr freuen, wenn du dich jetzt bemerkbar machst. Du kannst entweder Geräusche von dir geben, hier im Haus mit Objekten und Gegenständen interagieren. Du kannst etwas sagen. Nur zur Erklärung, er benutzt es gerade Ghost Tube. Die App habe ich selber auch benutzt, beispielsweise Biwak Camp. Die funktioniert eigentlich nicht anders als das EMF-Gerät, nur dass auf bestimmte elektromagnetische Stärken bestimmte Wörter zugeordnet sind. Beispielsweise Stärke 1 ist dem und dem Wort zugeordnet, Stärke 500 wiederum ist einem anderen Wort zugeordnet und alle zwischendrin auch. Und so kann theoretisch etwas, was Einfluss auf diese elektromagnetischen Felder nehmen kann, also in dem Falle eine Präsenz, ein Geist, könnte theoretisch direkt die bestimmten Wörter oder sogar Sätze ansteuern. Ich habe mich extra nämlich mal reingelesen in die App, wie die funktioniert, weil ich mir auch nicht sicher war, ist das jetzt vertrauenswürdig oder nicht. Die App wurde entwickelt von in Amerika zumindest hoch angesehenen Ghost Huntern, sage ich jetzt einfach mal, die auch auf jeden Fall selber genau erklärt haben, wie diese App funktioniert und warum sie authentisch ist. Ich bin auch mal ein bisschen misstrauisch, aber zumindest hat die Erklärung für mich war schlüssig, hat Sinn gemacht. Ist natürlich immer die Sache bei diesen Dingen, es ist nie der Beweis für das Paranormale oder Geister, aber ihr werdet im Verlauf des Videos sehen, das, was da rauskommt, ist schon teilweise crazy und sind auch Sachen, die so nicht hätten vorprogrammiert werden können. Und du kannst über diese dieses Programm, was jetzt auf meinem Handy läuft, kannst du auch mit mir sprechen, indem du einfach ins Mikrofon der Kamera sprichst. Wenn dir das möglich ist und du mit mir kommunizieren möchtest, dann würde es mich sehr freuen, wenn du das jetzt tust und auf dich aufmerksam machst. Hast du hier vielleicht mal gewohnt? Ist das hier dein Haus? Möchtest du mit mir sprechen? Dann gib mir bitte jetzt ein Zeichen. Habt ihr es gehört? Oder habt nur ich das gehört? Es hört sich aber ein bisschen an wie so Magenknurren. Vielleicht ist es sein Magen. Ich glaube, gerade haben wirklich alle Hunger, ne? Selbst Alex. Da hört man es ganz leicht, ne? Verrückt. Ich glaube aber, es ist sein Magen. 14. Okay, eine Zahl. 14. Was hat diese Zahl zu bedeuten? Ist das vielleicht das Alter, welches du erreicht hast, bevor du verstorben bist? Bist du 14 Jahre alt geworden? Also bist du mit 14 Jahren verstorben? Was hat die Zahl 14 für eine Bedeutung? Kannst du mir ein weiteres Wort nennen, was das Ganze etwas vertieft? Das ist jetzt gerade ganz leise in diesem Raum geknackt, das muss aber nichts heißen, das sind aber Holzdielen.
Kannst du mir vielleicht deinen Namen verraten? Kannst du mir sagen, wie du heißt? Es ist fast gar kein Kontakt, es redet gar nicht. Das ist ganz merkwürdig. Warst du das? Ich finde irgendwie... Besessen? Genau, jetzt finde ich. Besessen? Aber er filmt. Besessen, oha. Solltest du sagen, dass man das hier fühlt? Nee, irgendwie. Okay, wir hatten jetzt gerade einen Besessen bei der Ghostbox. Wer oder was ist besessen? Besitz von uns zu ergreifen, falls du das damit möchtest. Wer ist besessen oder was ist besessen? Start. Start. Sollen wir irgendwas starten? Was? Was? Von da hinten? Ja. Vom Eingang? Sander ist immer so chic. Ui. Alter. Das war definitiv im Haus. Das glaube ich auch. Und das war richtig laut. Das kann aber auch ein Tier gewesen sein, du weißt. Vielleicht ist einfach bei der Balkontür. Aber einem Tier wären wir doch schon begegnet. Warte. Ja. Ganz leicht. Ja. Bist du das? Bist du das? Oder irgendeine andere Präsenz? Und es ging los, sobald Start gesagt wurde. Ja. Dass jetzt hier die Aktivität startet. Warst du das gerade? Hast du gerade diese Geräusche verursacht und auf dich aufmerksam gemacht? Das wird sich hier so wird hier irgendwas um die Ecke gucken, ne? Aber ich glaube, es ist einfach nur eine ganz kleine Reflexion von irgendwas. Sieht aber ein bisschen unheimlich Könntest aus. Könntest du das nochmal machen? Könntest du das nochmal machen? Ich gehe ein bisschen näher ran. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera überhaupt gehört hat. Komm uns ruhig näher. Kannst du das Geräusch nochmal von dir geben? Wir haben gerade ein Geräusch vernommen. Wäre es dir möglich, dass du das nochmal machst? Was ist denn das Datum? Den 5. Oktober 2021. Schaden. Wer hat sie ein Gerichtsurteil bekommen wegen irgendeinem Schaden? Jetzt ist das Datum gemeint. Man weiß es natürlich nicht, ne? Wir wissen nicht, was du mit Schaden meinst. Aber wir möchten nicht, dass... Also ich finde, wir hatten jetzt schon zwei Wörter, die negativ angehaucht waren. Einmal besessen und einmal Schaden. Du uns schadest. Meinst du vielleicht den Schaden in deinem Haus? Einige Bereiche des Hauses sind ja ein wenig verwüstet worden. Möchtest du uns vielleicht sagen, wie du dich damit fühlst, was du darüber denkst, dass Menschen hier ja, Zerstörung angerichtet haben in deinem Haus, wenn es denn dein Haus ist? Hast du das Entschuldigung. Sollen wir uns entschuldigen? Oder entschuldigst du dich? Stören wir dich? Himmel. Himmel. Bist du im Himmel?
Oder möchtest du in den Himmel und bist noch hier? Denn du sprichst ja scheinbar mit uns. Kann es sein, dass du gerne in den Himmel gehen möchtest, aber noch nicht kannst? Und noch hier in diesem Haus bist und hier umherum bist. Falls ja, dann könnte es ja sein, dass wir dir vielleicht helfen können, in den Himmel zu kommen. Wenn ja, dann sag uns bitte wie. Wenn das möglich sein sollte, dann würden wir das natürlich gerne tun und unser Bestes geben, um dir irgendwie zu helfen. Man hört zwischendurch so ein Gepolter, aber ich glaube, das kommt von denen, oder? Wahrscheinlich, wenn einer mal hin und her läuft. Die sind ja, soweit ich es gesehen habe, zu dritt dort. Bist du noch da und möchtest mit uns sprechen? Dann sag bitte jetzt etwas oder gib uns ein Zeichen in Form eines Geräusches. Verräter. Christine. Ein Mensch mit dem Namen Christine dich zu Lebzeiten verraten. Bist du verärgert über einen Verrat, den du in deinem Leben erfahren hast und möchtest uns gerade davon berichten? Guck mal, genau das finde ich nämlich interessant. Jetzt schreibt gerade Depage71 und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe auch diese App, bei mir ist sie nicht so redselig. 2 Stunden No Response habe dann ausgemacht. Same hier, ich habe sie auch schon oft ausprobiert, hatte dann auch nicht so gute Ergebnisse. Aber das heißt dann ja auch irgendwie, irgendwas muss ja dann da sein oder so, ne? Dass dann wirklich da er so krasse Unterhaltungen führen kann. Das ist, glaube ich, kein Zufall. Könnte das sein? Also Leute, wir gehen jetzt nochmal mit verschiedenen Kameras durchs Haus. Lass mich alleine. Okay, es ist auf jeden Fall sehr negativ. Oh, und oh. Man hat schon das Gefühl, dass wir hier wieder nicht erwünscht sind. Ich würde sagen, wir probieren jetzt noch ein bisschen zu sprechen, uns vielleicht zu versöhnen. Um uns dann respektvoll zu verabschieden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, er ist total ruhig und vermittelt auch total die Ruhe. Klar kannst du an einem bestimmten Punkt sitzen bleiben und versuchen zu kommunizieren, aber ich finde es auch, ich meine, die sind ja in einem Raum geblieben. Die sind jetzt die ganze Zeit in einem Raum geblieben und fangen ja jetzt erst an, ein bisschen dabei das Haus zu erkunden, rumzulaufen. Und das finde ich aber auch nicht schlimm. Generell finde ich es immer schwierig zu sagen, ja, man muss es jetzt so oder so machen, weil am Ende des Tages ist es immer eine Thematik bei diesen paranormalen Untersuchungen und der Kommunikation mit dem Spirituellen. Es gibt keine festgeschriebenen Regeln und Gesetze. Also ob er es jetzt so macht, dass er sich irgendwo hinsetzt und versucht zu kommunizieren oder ob er aufsteht und langsam hin und her läuft oder so, das mag ich gar nicht zu beurteilen, was davon jetzt richtig oder falsch ist. Ich finde es einfach generell, er hat eine sehr ruhige Art und ich könnte mir vorstellen, dass diese ruhige Art und Weise und diese Geduld, die er auch mitbringt, dafür sorgt, dass er besser mit solchen Dingen umgehen und auch kommunizieren kann eventuell. Wir schauen mal, was noch passiert und gehen jetzt noch ein wenig durch die Räume. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre bei der Aussage, wäre ich auch vielleicht nicht sofort gegangen. Ich wäre auch noch ein bisschen da geblieben und hätte versucht, noch ein bisschen mehr herauszufinden. Trotz der Aussage, lass mich alleine. Ich glaube, ich hätte, also wenn es nochmal gesagt worden wäre, dann wäre ich wirklich gegangen. Ich glaube, da hätte mich auch erstmal zu sehr die Neugierde gepackt, zumal man jetzt auch nicht immer direkt beurteilen kann, ist das jetzt auf einen selbst bezogen oder, ne, das ist vielleicht auch nicht immer so eindeutig. Wenn uns jetzt aber nochmal deutlich gesagt werden sollte, dass wir hier verschwinden sollen, dann tun wir das natürlich auch, denn wir sind mit Respekt gekommen. Bis bald! Wir möchten hier niemanden verändern. Okay, das war jetzt schon ein bisschen eindeutig, aber trotz der schon deutlichen Hinweise wollten wir es noch ein weiteres Mal versuchen. Kann ich nachvollziehen. Das ist die Neugierde. Gerade wenn man schon so dabei ist und es irgendwie klappt, ne? Also, wir gehen hier noch ein wenig durchs Haus, weil wir hoffen, dass wir mit dir noch weiter kommunizieren können. Du hast uns schon ein paar eindeutige Zeichen gegeben. Du hast Geräusche gemacht. Du hast mit uns gesprochen.
Kannst du das Ganze vielleicht noch einmal wiederholen? Kannst du vielleicht noch einen Geräusch machen? Oder noch etwas sagen? Wäre das möglich? Schon eine unheimliche Atmosphäre da, ey. Krasser Ort auf jeden Fall. Bist du noch hier? Bist du noch bei uns? Was ist das? Weiß ich auch nicht. Das kam von da, ne? Vielleicht bin ich halt in den Gang gekommen. Das hier? Ach so. Oder die Schublade? Nee, das kam so ein bisschen, als wäre das hinter dem Glas gewesen. Ja. Das ist schon spannend, ey. Dann so ein bisschen, als wenn da jemand halt gerade so ganz vorsichtige. Aber auch ganz, ganz leicht. Bist du da gerade in dem Gang vor uns? Bisschen hört sich auch so an, ja. Stehst du vielleicht gerade im Türrahmen und wir können dich nicht sehen? Beweg dich ruhig noch ein weiteres Mal, dass wir vielleicht hören, dass du hier bist. Bestrafen. Oh je. Oh je. Wer soll bestraft werden? Das war nochmal dasselbe Geräusch. Kannst du das nochmal machen? Kannst du dieses Geräusch nochmal verursachen? Und vielleicht einfach näher zu uns herantreten? Erschreck dich nicht, ich komme jetzt einfach mal in deine Richtung. Zumindest gehe ich jetzt in die Richtung, in der ich dich vermute. Wie gesagt, ich kann dich leider nicht sehen. Falls du uns jetzt gerade siehst, dann wundere dich nicht, dass wir jetzt so nah kommen. Wenn du gerade hier mit mir in diesem Raum bist, kannst du ein Geräusch machen oder etwas sagen? Mehr? Mehr? Nee, mehr. Kannst du das konkretisieren? Kannst du nochmal genauer erklären, was du möchtest? Christopher! Das ist nicht. Das finde ich krass. Wir haben nie meinen Namen gesagt. Nein. Also offensichtlich heißt sein Kollege Christopher, ne? Finde ich wirklich krank. Du hast nur Chris gesagt. Ja, gut, doch, vorhin hast du einmal meinen Namen gesagt. Aber nur einmal. Und Christa kann sich das ableiten, aber. Das kann auch ein riesen Zufall sein, aber es ist natürlich. Weil das kam ja auch beim letzten Mal so. Ich glaube auch, die Präsenz hat auch keinen Bock mehr. Alles, was bisher gesagt wurde, schließt darauf, dass wirklich irgendwas nicht möchte, dass die Jungs da sind. Was möchtest du Christopher sagen? Gibt es etwas, was du ihm direkt sagen möchtest? Begleiter. Bist du vielleicht ein persönlicher Begleiter von Christopher? Kennst du Christopher? Muss er nicht aus diesem Haus hier sein. Ja. Sondern aus unserem Haus. Mach mal den an. 45. Kann man das nochmal machen? Das wird nicht mehr funktionieren. Hast du mal in diesem Haus gelebt? Bist du ein ehemaliger Bewohner dieses Hauses? Zeige dich. Ich bin hier, du kannst mich jetzt sehen. Ich bin jetzt gerade im Haupteingangsbereich dieses Hauses. Ich stehe vor der großen Treppe im roten Flur. Du kannst mich jetzt sehen. Wir sind zu dritt hier und wir möchten gerne mit dir sprechen. Dürfen wir das? Ist das hier dein Haus? Ich stelle vielleicht ein paar zu viele Fragen auf einmal. Früh. Kann ich jetzt nicht anfangen. Bibel. Rot. Rot finde ich auch wieder total passend. Der rote Flur. Oh,
Ja, aber nicht so viele. Hat er die irgendwo da oben eine Bibel gesehen? Nee. Die sind ja nur Bücher, aber das war. Du hast gerade rot gesagt. Ich komme jetzt nochmal in den von mir eben so getauften roten Flur. Hier sind. Früh. Wieder früh. Früh oder früher? Meinst du damit vielleicht die Vergangenheit? Lauter. Meinst du die Vergangenheit? Was möchtest du mir mit früh sagen? Wir hatten jetzt gerade finde mich. Versteckst du dich in diesem Haus? Finde mich. Sollen wir dich suchen? Hä? Hatten die jetzt zweimal finde mich? Weil sein Kollege sagt ja, wir hatten jetzt finde mich. Wir hatten jetzt gerade finde mich. Wir hatten jetzt gerade finde mich, sagt er. Also jetzt gerade kam wohl finde mich als irgendwie Kameraauswahl oder so. Versteckst du dich in diesem Haus? Finde mich. Und jetzt kommt nochmal finde mich? Sollen wir dich suchen? Möchtest du, dass wir dich suchen, weil du dich hier in diesem Haus versteckst? Das war draußen. Oder weißt du vielleicht selber nicht, wo du bist und brauchst unsere Hilfe? Das muss ja nicht örtlich gemeint sein. Vielleicht geht es ja nicht darum, wo in diesem Haus du bist, sondern eher auf welcher Ebene. Denn wir sind hier jetzt gerade für uns in unserer Realität, in unserem Dasein, in unserem Leben. Aber wir können dich ja nicht sehen. Wenn du uns sehen kannst, wir dich aber nicht, würde ich es jetzt so interpretieren, dass du vielleicht hoffst, dass wir dich irgendwie finden. Und dir vielleicht helfen können oder dir sagen können, ja, wo du gerade bist, in was für einer Vor Ebene. Ihnen. Vor Ihnen. Also bist du jetzt gerade vor uns? In welcher Richtung? Vor sind ein paar Gänge und Türrahmen. Bist du jetzt gerade hier in dieser Richtung, in diesem Türrahmen oder zumindest... Ja, in der Richtung. Bist du da gerade? Kurz darauf beschlossen wir dann, das Gebäude so schnell es geht zu verlassen, da wir tatsächlich das Gefühl hatten, und so schien es ja auch durch die Aussagen über die Ghostbox, dass wir hier nicht länger erwünscht sind und wir lieber gehen sollten. Das taten wir dann also und ließen diesen Ort hinter uns. Einen Ort... Sorry, dass ich unterbrechen muss an der Stelle, aber ein Beweis, warum es authentisch ist, zumindest seitens Xander Stories. Wie gesagt, bei der App kann man sich jetzt drüber streiten, wie die funktioniert, wie die aufgebaut ist. Wir haben es versucht zu entschlüsseln, aber am Ende des Tages weiß man es nie zu 100%. Aber gerade wo es am spannendsten wird, bricht er das Video ab. Finde ich auch die richtige Entscheidung, weil ich glaube, es war auch eindeutig, nicht nur von der Atmosphäre, aber auch von den Antworten, die da rausgekommen sind, dass sie da wirklich irgendwie nicht erwünscht waren. Ne? Das kam auch irgendwie die ganze Zeit so rüber. Den wir so schnell nicht vergessen werden. Das Umhergehen in den Räumen und die vielen hinterbliebenen Privatgegenstände machten mich tatsächlich sehr traurig und nachdenklich. Denn was ist es, was bleibt, wenn man mal nicht mehr da ist? Was kommt nach dem Tod? Gibt es hier in diesem Haus Geister? Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass dort jemand war. Die Vorstellung, mit ansehen zu müssen, wie das eigene Haus sowie das eigene Hab und Gut einsam und verlassen verkommen, ohne dass man etwas tun kann, ist in meinen Augen wirklich bedrückend. Könnte es sein, dass die alte Dame, die in diesem Haus wohnte, jetzt genau in dieser Lage ist? War sie es, die uns aus dem Haus gebeten hatte und nicht möchte, dass man es betritt? Ich fühle mich im Nachhinein sehr schuldig, dort umhergegangen zu sein, denn auch wenn wir versucht haben, respektvoll zu sein, fühlten wir uns definitiv nicht willkommen. Aber es hat auch wirklich zum Nachdenken angeregt. Gedanken über den Tod und Vergänglichkeit.
Wenn alles, was man hatte, dein ganzes Leben, dein Haus, deine Familienfotos und private Briefe einfach so sich selbst überlassen werden, weil sich niemand mehr darum kümmert. Gerade in der jetzigen Vorweihnachtszeit sollten wir also vielleicht noch einmal besonders dankbar für unsere Familien und Freunde sein und vielleicht einen Moment in uns gehen, um zu verstehen, dass das alles nicht selbstverständlich ist und man eben auch einsam und vergessen von dieser Welt gehen kann. Ich hatte angekündigt, dass es eine traurigere Folge werden würde und ich denke auch, wenn wir nicht sonderlich viel im Haus erlebt haben und aufzeichnen konnten, spürte man eine tiefe Traurigkeit und die Hintergründe des Hauses unterstrichen genau dieses Gefühl. Ich hoffe, ihr konntet heute zusammen mit mir in diese andere Welt eintauchen und euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr weitere Folgen dieses Formats sehen wollt. Ich verabschiede mich für heute und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Hammer, 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 Hammermäßiges Schlusswort. Ich habe leider schon geliked. Das heißt, den Rest müsst ihr übernehmen.